Steine mögen schön aussehen, aber die gehören nicht in ein Schneckenterrarium. Da seht ihr diesen Garten oder wie mein Vater so schön sagt, die Kiesgrube. Und zwar gibt es hier Steine. Genau, Steine mögen schön aussehen, aber die gehören nicht in ein Schneckenterrarium. Ich sehe immer wieder auf TikTok, dass viele, vor allem jüngere Zuschauer, Steine ins Schneckenterrarium tun. Nein, Leute, lasst das. Denn warum sind Steine schlecht? Die Schnecken können runterfallen, die kriechen natürlich an den Wänden hoch, an der Decke hoch. Und wenn ihr euch vorstellt, dass die Schnecken hier auf die Steine fallen, kann das Haus einfach Schaden nehmen. Natürlich. Darum Leute, Steine, harte Gegenstände, gehören auf keinen Fall in ein Schneckenterrarium. Auch Hartplastik, ihr kennt doch, hattet du mir jetzt selber an den Füßen weh. Kennt ihr diese Hartplastik-Wasserbecher oder Wasserbehälter? Auch die gehören nicht in ein Schneckenterrarium. Zu hoch darf das Terrarium nicht sein bei den meisten Schnecken. Und jetzt kommt ihr natürlich und sagt, Moment mal, aber dein Terrarium ist doch 2 Meter hoch. Deine Schnecken sind wilde Schnecken. Das heißt, die sind original aus dem Regenwald, die sind keine Nachzuchten und vor allem ist es die Art Achachatina marginata ovum XXL. Das bedeutet, ich stelle euch mal ganz kurz wieder hier hin, dadurch, dass die wild sind, haben die ein so enorm dickes Haus, selber wie ein Stein. Wenn die fallen, dass da tatsächlich sehr wenig passiert. Aber ihr wisst ja selber, ich habe da noch ein Netz reingespannt, so dass man natürlich, dass die Schnecken, wenn sie fallen, natürlich nicht von ganz oben fallen. Reticulata zum Beispiel, die haben ein ganz dünnes Haus. Da nehmt ihr auf keinen Fall so ein hohes Terrarium. Allerhöchstens 60 cm, 50 sind noch besser, dass wenn sie fallen, sie eben nicht zu weit fallen. Das Problem ist nicht unbedingt, dass sie, wenn sie auf Erde oder Laub oder sowas fallen, sondern wenn sie auf eine andere Schnecke fallen. Weil natürlich, ihr habt nicht nur eine Schnecke, sondern ihr habt mehrere, weil das Gesellschaftstiere sind. Und wenn dann eine Schnecke auf die andere drauf fällt, dann war's das. Rest in peace, Schneckis. Und das wollen wir nicht. Keine harten Gegenstände. Keine Steine, kein Hartplastik. Kein zu hohes Terrarium. Außer ihr habt nur wilde Schnecken, die das gewöhnt sind und deren Häuser dermaßen fett sind, dass nichts passieren kann. Und da müsst ihr trotzdem ein Netz oder irgendwas reinmachen. Gefährlich für die Schnecke ist eigentlich, wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist. Wie bei meinen Schnecken zum Beispiel, das ist 90%, kann sich eine Substanz bilden bei Staunässe in der Erde, die ihre Häuser angreift oder einen Pilz verursacht, auch am Haus, und so kann die Schnecke Schaden nehmen. Das wollt ihr natürlich auch nicht. Natürlich Salz darf man Schnecken nicht geben. Alles, was Salz beinhaltet. Es gibt auch Leute, die füttern ihren Schnecken Katzen- und Hundefutter. Kann man machen, aber da müsst ihr ganz genau hinten drauf schauen. Ist da Salz mit drin? Habe ich persönlich noch nie gemacht. Ich würde es auch nicht machen. Aber man könnte es machen, wenn wirklich kein Salz drin ist. Es gibt auch immer wieder Leute, die mich fragen, welche Pflanzen darf man reintun, welche nicht. Es ist so, dass die Schnecken, das was sie nicht mögen, werden sie nicht fressen. Also so viel können sie da nicht falsch machen. Ihr könnt einfach ein bisschen rumprobieren. Weil sie nicht mögen, sie das, mögen sie das, mögen sie das. Könnt ihr ein bisschen rumprobieren. Was die Tiere nicht mögen, essen sie nicht. Ich kannte schon Vorfälle, da haben Schnecken die komplette Rückwand aufgefressen. Also eine komplette Styroporrückwand. Die lieben Styropor, warum auch immer, vielleicht ist da Kalk drin. Aber die haben immer noch gelebt. Das zeigt euch, ihr müsst euch immer wieder vor eurem inneren Auge halten. Wenn ihr nervös werdet, wenn ihr Anfänger seid, sind invasive Tiere, die überleben fast alles in einem engeren Raum. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu harte Gegenstände sind. Und dann bleibt das Härteste halt eine andere Schnecke. Dann muss man schauen, dass es nicht zu hoch ist. Vor allem bei den Arten, die ein dünnes Haus haben. Die Lyceratina reticulata zum Beispiel. Die hat ein sehr dünnes Haus. Könnte man niemals so ein Terrarium nehmen wie das, was ich habe. Das wäre undenkbar. Da müsst ihr ja wirklich eins nehmen, was sehr niedrig ist. 50 cm und das war's. Ansonsten schält ihr euch, sobald ihr runterfällt. Das ist eine andere Art, auch wenn es eine Achatschnecke ist. Denkt immer dran, Achatschnecken haben sehr viele verschiedene Arten, die komplett andere Ansprüche haben. Auch wenn ihr das bei mir seht, gilt das nicht für diese Art. Ihr müsst euch vorstellen, eine Schnecke ist kein Fluchttier, die kann nicht
wegrennen in dem Sinn. Das Einzige, was hier bleibt, ist zu verstecken. Wenn ihr das der Schnecke angenehm und artgerecht machen wollt, dann bietet ihr ihr ganz viele Versteckmöglichkeiten. So eine fette Schicht Laub könnt ihr da drauf machen. Schnecken lieben Laub. Das essen sie auch ab und zu mal. Darin schlafen sie. Schnecken gehen wirklich eine Symbiose mit ihrer Umgebung ein. Also sie sind Teil der Erde, Teil des Laubs, müsst ihr euch vorstellen. Sie gehen wirklich eine Symbiose ein und das müsst ihr ihnen praktisch schaffen. Ein paar Pflänzchen reinpflanzen, die nieten sie natürlich wahrscheinlich regelmäßig um. Kauft halt einfach immer mal wieder so ein Basilikum oder was auch immer. Ein paar Brennnessel, ein Farn und so. Efeutute haut ihr mal rein, weil die sind auch solche Riesenpflanzen. Und ihr könnt auch in der Mitte einfach eine Plastikpflanze reinstellen. Die fressen sie nicht auf. Hauptsache, haben eine Versteckmöglichkeit. Viele Leute sind so, oh, Plastik im Terrarium. Also am besten, sage ich mal, bei Riesenschnecken ist eine Mischung. Die fressen und zerstören euch alles. Und dann habt ihr wieder in der Woche nichts mehr drin. Das heißt, wenn ihr eine Plastikpflanze reinstellt, so einfach eine schöne, es gibt sehr schöne Plastikpflanzen, die werden sie nicht anfressen. Schnecken, obwohl sie kein Gehirn haben, sind nicht so dumm, wie man vielleicht denken mag. Eine Plastikpflanze und dann immer mal wieder Pflanzen reintun, die sie essen können. Efeutute, einfach ein Basilikum aus dem Laden, Petersilie probieren. Je nach Art natürlich. Oder Bananenblätter oder sowas finden sie auch richtig geil. There you go. Bromelien essen sie auch nicht. Bromelien kann man auch reintun. Die essen sie nicht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, weil ich sehe immer mal wieder diese Fehler, vor allem bei den Anfängern. Das ist natürlich klar, weil man kennt sich nicht so gut aus und man will es ihnen naturgetreu wie möglich machen. In so einem engen Gehege muss man da noch ein bisschen anders denken als in der großen Natur, in der freien Wildbahn. Und see you next time on the slime side.